Ja, jetzt sitze ich hier. Es ist zwar wunderschön und still, aber ja, das ist vor allem jetzt im Februar sehr, sehr schwierig, irgendwie was Interessantes vor die Linse zu bekommen. Es hat zwar heute wunderschöne, milde 10 Grad. Ich denke, dass es auch noch mal kälter wird dieses Jahr. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, hier jetzt Tiere zu erwischen. Wir haben jetzt späten Abend und ja, meistens sind die Tiere so erst in der Dämmerung aktiv. Ich habe ein paar Heckenvögel unten gesehen an den Böschungen. Allerdings keine Chance. Ne? Also wenn die nicht an Menschen gewöhnt sind, dann ihr könnt da nicht einfach hinspazieren und ein formatfüllendes Bild machen. Da braucht er immer ein Versteck. Das funktioniert nicht. Ne? Also deswegen habe ich natürlich jetzt hier auch durch die vielen, vielen Fehlschläge und Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, auch keine Hoffnung, dass ich irgendwas vor die Linse bekomme. Nicht mal den Hintern von einem Reh. Das liegt aber auch daran, ich hatte gedacht, ich fahre heute mal in den Staatsforst. Staatsforst, schwieriges Wort. Weil mir gefallen die Forste besser als die Wälder der Bauern, weil die meistens nur Nutzwald haben. Das heißt, die Pflanzen, die Bäume sehr dicht an dicht. Und meistens ist kein einziger Laubbaum zu sehen, alles nur Nadelhölzer. Und ich dachte mir, gehst du mal in den Staatsforst. Das habe ich eigentlich immer lieber, weil dort gibt es viel mehr Tiere auch. Ja, Spechte, ich habe Schwarzspechte sogar gesehen. Und ich glaube, man hört sie auch rufen. Das müssten die sein. Aber die sind natürlich so hoch in den Wipfeln, also verabschiedet euch von dem Denken, dass ihr einfach mal so durch den Wald spaziert und ein tolles Bild macht. Ja. Das sind viele, viele Male, wo ihr Erfahrung aufbauen müsst, wo ihr immer wieder in den Wald geht. Speziell, also mein Tipp ist immer, geht an Orte, wo ihr wisst, dass da eine hohe Dichte an Tieren ist, wie zum Beispiel Afrika. Da fällt es überhaupt nicht schwer, Tiere zu fotografieren. Aber natürlich, das ist nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent so. Es gibt auch andere Orte, wo ihr sagt, da sind Tiere, zum Beispiel Kraniche. Da weiß man, wann die ziehen in Deutschland, dann kann man die auch geballt antreffen. Wenn man so durch den Wald pirscht, dann muss man viel pirschen. Da muss man echt viel pirschen, bis man was vor die Linse bekommt. Ich habe es trotzdem gemacht heute, weniger wegen YouTube, vielmehr, um mal wieder endlich draußen zu sein. Ich habe das schon richtig vermisst. Die letzten Wochen und Monate waren sehr turbulent. Es war wenig Zeit, um mal wirklich das zu machen, was ich gerne mache. Auch mal wirklich rausgehen in die Natur. Das ist eigentlich mein Kernauftrag. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das wieder regelmäßig durchzusetzen. Egal, wie viele Termine ich noch so habe. Das möchte ich wieder verstärkt spielen, diese Note. Und ja, jetzt lasse ich den Abend hier schön ausklingen. Übrigens, die Sony ZV-1 filmt mich, wer sich dafür interessiert. Und ich habe auch alle B-Roll-Aufnahmen gemacht, also so auf dem Moos hier und überall. Das ist alles die kleine ZV-1, die mich filmt. Also ich mag die gar nicht mehr hergeben. Das ist so eine tolle Kamera. Gerade für mich als Creator ist es halt auch wahnsinnig wichtig, eine kleine Kamera zu haben, die ein schönes Bild macht
ohne jedes Mal die große aufbauen zu müssen. Das ist einfach super wichtig und auch für euch wichtig, weil sonst bringe ich weniger Content. Ja. Wenn die Kamera groß und schwer ist, stelle ich sie nicht oft auf, ganz einfach. Ne? Ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen koffeinfreien Kaffee in meinem Stanley-Becher. Das sind absolut meine Lieblingsthermoskannen, weil die halten was aus. Die kann man aus dem Flugzeug schmeißen, ohne dass die kaputt gehen. Und alle anderen Thermoskannen, ich habe irgendwann die Nase voll gehabt. Jedes Mal bricht dieser Plastikdeckel oben weg. Und ich habe so die Nase voll gehabt. Seitdem nehme ich nur noch Stanley. Ja, spätestens ab jetzt schreibe ich dann doch lieber Werbung oben aufs Video. Weil sonst sagt ihr, ja, das war ein Stanley-Video. Ist es aber nicht. Sondern das ist halt das, was ich nehme, wo ich liebe. Und ich habe auch eine ganz, ganz große 2-Liter-Kanne zu Hause. Die ist vor allem super, wenn man mal Grippe hat oder so. Kann man sich da heißes Wasser reinmachen und hat 2-3 Tage, ohne aufstehen zu müssen, kochendes Wasser am Bett für Tee oder sonstiges. Die finde ich auch mega. Und das sind auch die Kannen, glaube ich, die am längsten warm halten. Ja, ich denke, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumpirschen. Die Stille genießen. Ich bin keinem Menschen begegnet. Tiere, wie gesagt, wird schwierig sein, weil da unten sind Forstarbeiten. Das war eigentlich das, was ich euch am Anfang erzählen wollte. Und das heißt, da unten sind hunderte Bäume gefällt worden. Sehr, sehr schade. Das heißt, in diesen Wald brauche ich jetzt im Frühjahr auch nicht gehen, weil da fehlen die ganzen Bäume. Das muss erst wieder wachsen. Und dementsprechend sind natürlich die Tiere hier nicht mehr anzutreffen. Ja? Wenn hier den ganzen Tag Forstarbeiten sind und das seit Wochen, dann könnt ihr euch vorstellen, wo die Tiere sind, nämlich ganz da hinten. Ja? Die laufen da momentan auch nicht vor. Dementsprechend war das jetzt heute ein bisschen eine Nullrunde, was Tiere anbetrifft. Aber vielleicht, ja, vielleicht mache ich noch ein cooles Bild vom Moos. Ich habe zwar kein richtig tolles Objektiv für solche Zwecke dabei. Ich habe das 200-600 mit dem 1,4er Konverter. Ist natürlich für Moos jetzt auch nicht so super geeignet, aber vielleicht finde ich noch was. Die Sonne geht fast unter. Wenn, dann muss ich mich sputen, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Ganz wichtig auch so ein Motivationsschokoriegel. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, Zartbitter. Mal was anderes. Der Verkehr nimmt halt auch immer mehr zu in Deutschland, ne? Es gibt kaum Orte, sorry, mit vollem Mund spricht man, ne? Es gibt kaum Orte, wo man noch irgendwo im Wald sitzt und man hört absolut nichts. Das wird immer mehr zum Privileg. Du hast überall Verkehrsrauschen. Es sind einfach zu viele Menschen. Und es werden immer mehr. Das ist unsere Zeit. In der leben wir. Und deswegen bin ich auch so unheimlich gerne in Afrika, weil es da wahnsinnig viele Stellen gibt, wo kein Mensch lebt. Und das ist nicht nur 1 Kilometer, sondern hunderte Kilometer kein Mensch. Da kannst du die Stecknadel fallen hören. Es ist echt entspannt. Wir sind jetzt wieder in Namibia unterwegs, Workshop-Reise. Ich glaube, es haben sich 7 Leute angemeldet. Absolut überwältigend. Und ich freue mich schon richtig drauf. Hoffentlich sind alle gesund und hoffentlich kann ich auch gesund bleiben. Das weiß man natürlich vorher nicht. Die Marin will auch mit. Und das wird bestimmt ganz nice. Definitiv ein Schwarzspecht. Natürlich total scheu und weit weg, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn hier antreffe. Denn die sind bei uns hier in Mittelfranken schon echt selten geworden. Also ich sehe sehr, sehr selten einen Schwarzspecht. Meistens hört man sie ja schon von Weitem. Und der zieht hier oben in den Buchen immer mal seine Kreise. Und er hat aber schon Respekt vor mir und er ist sehr, sehr weit, lässt er sich auf Bäume nieder. Jetzt habe ich hier auf 840 mm habe ich ja hier dran mit der A74 und mir ist es tatsächlich gelungen, ihn wenigstens zu dokumentieren. Da sind wir jetzt aber weit davon entfernt, ihn formatfüllend brillant abzubilden. Wenn mir das einmal im Leben glückt, dann ist das schon
echt der Hammer. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber für die Dokumentation ist es auch unheimlich wichtig, dass man weiß, hier kann ich hin, hier kann ich schauen, hier kann ich die Augen offen halten. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Chance, ihn richtig zu erwischen. Und das wäre natürlich schon schön. Von daher hat es sich schon für mich gelohnt, dass ich ihn mal so gut dokumentieren konnte hier. Auch wenn es natürlich kein super Bild geworden ist. Aber er ist sehr gut zu erkennen und somit ist eindeutig, was hier rumfliegt. Ich werde mich jetzt langsam wieder auf den Weg nach Hause machen. Die Sonne geht jetzt gerade unter. Ja, und mal sehen. Die Wipfel sind gerade noch so beschienen. Vielleicht landet er da oben nochmal. Aber ich bin skeptisch. Mal schauen. Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Ich habe ihn erwischt, allerdings natürlich nicht formatfüllend, aber viel, viel besser als die Fotos zuvor. Und er ist genau auf meinem Wunschbaum gelandet. Leider war die Sonne aber schon über ihm. Also die Sonne geht gerade unter und der Schatten, er war schon im Schatten. Ja, jetzt bin ich schon ganz aufgeregt und verrät mich auch noch. Also, ich habe endlich einen Schwarzspecht erwischt. Und zwar so, dass ich sage, man sieht ihn gut. Er ist natürlich nicht brillant fotografiert. Es war auch viel zu dunkel. Ich habe gesehen, die ISO ist schon ziemlich nach oben gegangen. Ich habe ja eine Blende 9, es ist ziemlich dunkel. Also wenn ich jetzt hier der 600 f4 gehabt hätte, da hätte ich natürlich mit dem Konverter schon noch mal ein bisschen was rausholen können in puncto ISO. Ne? Vielleicht doch irgendwann mal anschaffen. Auf der Bank kriegt man sowieso keine Zinsen. Ne? Ja, mal sehen. Gut. Jo. Das war's. Ich bin total froh. Der Augen-AF von der A4 ist tatsächlich angegangen. Nicht sofort. Ich habe gedacht, ach komm, jetzt lass mich nicht hängen. Weil ich habe gemerkt, das Fokusfeld würde nicht da landen, weil ich ein etwas größeres Trackingfeld genommen habe, damit er in dem Feld den Vogel suchen kann. Und siehe da, irgendwann hat er dann gecheckt, das ist ein Vogel. Und das Kästchen war auf dem Auge und ich musste nur noch durchdrücken. Also hier auch für mich jetzt Augen-Autofokus für Vögel Premiere heute gewesen. Weil, also richtig Wildlife-Premiere, nicht nur einfach mal so getestet oder so. Ne? Also das war jetzt schon cool. Und ich habe mich total gefreut, dass ihr dabei wart. So, und ich würde sagen, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Okay, es ist erst 6 Uhr. Und wir sehen uns demnächst mal wieder. Tschüss.